You ready? Ich darf was sagen. Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin die Chefin von Kali, die eigentlich diese Woche die Jugendlichen betreuen sollte. Hi, I'm Renan. I think the most important thing is to know each other, because when you know, then you meet and cut it again. Also, hallo, ich bin Alex. Ich durfte schon. Hallo. Hello, I'm Renan. And I think the most important thing is to know each other from. Ohne was? Shit. Again. Hallo, mein Name ist Alex. Ich durfte schon zweimal als Erwachsene den Israel-Austausch vom Internationalen Bund begleiten. Und es war Rutis und mein Wunsch, das mit Jugendlichen umzusetzen. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt stattfinden kann. Hi, I'm Renan. I'm the leader of the Israel group. And I think the most important reason why we're here is because I believe that behind propaganda and political and all the news, there's a human being. And when youth people meet each other and know about dreams, about the idea, about what is to grow in different country, and when you learn about each other, then you can build a relationship, a real relationship. And I think for the future, for both country and to the rest of the people, is that if we will know each other, then we can have a new world and better world. And that's the reason why we're here. Thank you. Okay, perhaps every group can tell the others about their ideas. That's in English, and we seem to make it in English, German and Hebrew. Okay, everyone can read. Everyone. Die Vorarbeit, um diesen Fachkräfteaustausch, diesen Austausch mit den Jugendlichen stattfinden lassen zu können, hat eine Menge Arbeit gekostet, weil wir erstmal die Gelder akquirieren mussten, um dieses ganze Projekt finanzieren zu können. Also ich würde fast sagen, erstens in Israel wurde darüber gesprochen, als es so einen Fachkräfteaustausch gab, und dann haben wir fast ein Jahr daran gearbeitet, um die Umsetzung machen zu können. Nachdem wir das Projekt Graffiti abgeschlossen hatten, hat man einen viel schöneren und viel intensiveren Austausch zwischen den Jugendlichen gemerkt. Ich glaube, wenn Menschen zusammen agieren müssen, zusammen was leisten müssen, dann werden die Unterschiede sehr schnell ausgeblendet und man versucht dann halt ein gutes Ergebnis zu erzielen. Weil sie sich viel mehr über ihr Leben austauschen mussten und nicht über ihre Hobbys oder sowas, sondern über ihr Leben haben sie sich ausgetauscht. Das, was beim Graffiti besser war als beim Seminar, ist halt, dass man halt einfach nicht zugehört hat, sondern einfach diesmal mehr gemacht hat, mehr zusammen gemacht hat, man hat zusammen gearbeitet und dementsprechend konnte der eine dem anderen helfen und man hat zusammen an einem Werk gearbeitet und es ist ein tolles Ergebnis daraus entstanden. Es unterscheidet sie nur die Religion, aber nicht das, was man eigentlich macht. Nämlich, dass man die gleiche Musik hört, dass man die gleichen Hobbys hat, dass man eigentlich das gleiche Leben führt, nur der eine führt es in Israel und der andere führt es in Deutschland.
Ort hier ist auch deshalb besonders in der ganzen Welt bekannt, auch weil hier an sich Wüste ist, das haben wir wahrscheinlich schon ein paar Mal gemerkt. Und trotzdem man hier so viele Bäume sieht und Wein und Sachen angebaut wird. Eine Gurke für den Salat. Und du, Ali? Andi, kannst du mir mal erzählen, was du da machst? Ah, really? Yes. Ich make pita bread. Ja, kannst du es mal bitte näher erläutern, was man also dafür genau machen muss? Hier wurde ein Teig hergestellt aus Mehl, aus Salz, Öl und etwas Zucker. Und der wurde vorher schon geknetet. Okay. Und den nehmen wir jetzt einmal in kleine, ungefähr so 50, 70 Gramm große Stücken, wie du da vorne siehst. So, und die sollen wir jetzt einmal groß machen hier, auf der Folie. Und dann werden die gleich auf dem heißen Blech da vorne gebacken. Im Grunde genommen war das jetzt auch, glaube ich, mit dem Film, oder? Mit meinem Film jetzt gerade ja. Mal kann ich doch gerne weiter aufnehmen. Like the bunny. Lecker. Wonderful. Es gab ganz viele Spannungen vor der Reise nach Israel. Wir haben gezielt die Jugendlichen ausgesucht, die mit nach Israel fliegen dürfen oder sollten. Und einige Jugendlichen hatten, als ich sie gefragt hatte, gerade aus meiner Einrichtung, hatten gesagt, nee, nach Israel fliege ich nicht, das ist gefährlich da. So, die wollten wirklich nicht mitfliegen und dann sind wir in Austausch gegangen und haben denen erklärt, was ist eigentlich Israel, wie kommt man da hin. Das ist nicht ganz so dramatisch, wie es immer in den Zeitungen und in der Tagesschau berichtet wird. Man kann da hinfliegen und es ist tatsächlich alles gut. Und dann, bei einigen mussten wir tatsächlich überreden, aber dann sind sie tatsächlich sehr froh mitgekommen, wobei man die Anspannung am Flughafen tatsächlich sehr gemerkt hat. Aber als wir dann gelandet waren und endlich außerhalb des Flughafens waren, war auch die Stimmung sehr nett. Erstmal habe ich mich auf das Wiedersehen mit den Beteiligten gefreut, weil man hat sie ja im Vorfeld ja gesehen und man hat miteinander Spaß gehabt. Deswegen habe ich mich auch sehr auf die gefreut. Andererseits habe ich mich auch sehr auf das Land gefreut, weil es ist halt ein sehr interessantes Land, ein Land, welches sehr für Kontroverse und auch sehr polarisierend ist, für sehr viel Gesprächsstoff sorgt. Und ich bin jemand, der halt sehr großes Neugier auf das Land dann hatte und auf die Menschen dort. لا انا لا اني موسيقى سبيسيفيك لا اخا مريم زخيت kind of Arabic music with drums and like this. English music, pop, pop. Beyonce. Stop. So there are some regions they're getting. Der erste richtige Kontakt, den die Jugendlichen miteinander hatten, war die Busfahrt von Hamburg nach Berlin. Und da hatten wir organisiert im Bus so ein Speed-Dating, dass sich die Jugendlichen kennenlernen mit speziellen Fragen, die auf Jugendliche abgestimmt waren. Wo wir halt über Hobbys, über persönliche Angaben uns näher kennengelernt haben und dann war es auf jeden Fall vertrauter. Beziehungsweise Beteiligten waren nicht mehr so zurückhaltend und distanziert gegenübereinander und man hat gesehen, das können eigentlich als Außenstehender eigentlich Freunde sein. Kostavea, Marves Asgoni, Asher Ulai, אי שם בזרוח שברירים ללבן אבנים, נראה צהוב, ובסתו כנפיים מעלה-מעלה, אף לנשק את אחריתו של עולמי. זה שבועות שבעה שפה אני.
שיר מעלות אשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי. Wir hatten uns im Vorfeld schon lange darüber unterhalten, ob es gut ist oder nicht, und haben dann aber entschieden, dass es respektvoll wäre, dahin zu fahren. Deswegen hatte ich eigentlich keine Bedenken. Als wir dann in der Gedenkstätte am Holocaust waren, hat man natürlich gesehen, dass für die Israelis sehr emotional zuging. Es wurde auch gesungen, es herrschte eine Stille, und man hat versucht, halt quasi sich zu reflektieren, hat sich Gedanken gemacht, so was empfinden oder was fühlen jetzt quasi die Israelis an diesem historischen Platz. Of an immigrant. The opposite is, I'm 47 years old and I have been living in the same street for 47 years. I'm the opposite of an immigrant. But my parents are both immigrants. So I have a Turkish name, I live in Germany with a Turkish name, but I'm my hometown, my home street is my street for my life. Ich finde, das Leben mit fremden Kulturen in einer Stadt öffnet auch immer den Horizont. Also man ist ja schon ich arbeite in der Jugendhilfe, wie die türkischen Familien untereinander, miteinander umgehen, finde ich bemerkenswert zu sehen, was bei uns Deutschen ja fast verloren geht. Also dass die Großmütter mit an der Erziehung wirken bei den Kindern, finde ich ganz toll, und das miterleben zu dürfen, finde ich noch viel besser. Deswegen finde ich, man kann von allen Kulturen was lernen, und wir sollten auf jeden Fall die Augen offen behalten. Ich lebe seit meinem zweiten Lebensjahr hier, das sind mittlerweile 21 Jahre. Ich bin auf jeden Fall auch deutsch und am besten Norddeutscher, würde ich sagen. Aber ich habe auch einen kurdischen Hintergrund, und diese Vielfalt, dieses Multikulturelle ist etwas, worauf Deutschland auf jeden Fall stolz sein kann. הגמלים זה חיית מדבר שהיא מדהימה, היא שקטה, היא רגועה, היא כיפית. חשוב מאוד, הדבר היחידי שהם אוהבים שקט. שגמל אוהב שקט זה מהסיבה שהוא חי במדבר, והיא תמיד הסביבה שלו שקטה. כשבאים לעלות על הגמלים, עולים בזוגות כל שניים על גמל, ואיך שמגיעים לגמלים ישר לעלות, לא לעלות חצי עלייה ולחכות, באים, מיד עולים. Hast du Sorgen? Nein.
größten Barrieren zwischen Religion und Kultur ist, glaube ich, die fehlende Kommunikation und das fehlende Wissen übereinander. Dass genau das nämlich nicht mehr stattfindet. Ansonsten ist es ja alles gleich. Ich würde sagen, Menschen, die in einer bunten, vielfältigen Gesellschaft aufwachsen, sind meistens die Menschen, die offener, die toleranter und die vor allem auch mehr Verständnis für andere Kulturen und für andere Religionen haben. Hier siehst du diese leere Fläche. Da stand mal die große jüdische Synagoge. Sie wurde zerstört. Und deswegen ist da nur ein Mann mal gerade. Hier, Hebräisch, guck mal. Ist das die Übersetzung? Nein. Ja, aber mach ich gerne. Alles klar. Ach, so alt bist du doch gar nicht. Ist das eine Stolperstelle? Ja. Mhm. Und da steht Namen. Da haben die Leute gewohnt. Und dann haben sie nicht mehr dort gewohnt. Wo hältst du mit dem? Hä? Wo hältst du mit dem? Ja, genau. שלום, זה במיוחד לאלמוג, יום שישי, צהריים, לפני כניסת שבת, על פי בקשתו, הנחייתו של חבר יקר אלמוג, חבר הנהלה שלנו. אנחנו אוכלים מסופר כשר, המדבקות הכחולות פה אל מוצרים כשרים שמאפשרים הזנה ללא בעיות של כשרות. אז אלמוג, בשבילך, במיוחד, זה גם מהדרין. זה לא סתם כשר, זה כשר מהדרין. שיהיה לנו שבת שלום. Ja, die Produkte, die in den Supermarkt gekoschert sind, haben so ein blaues Aufkleber. Almog, now, nein, okay. Ah, so, wer? Der hilft uns, der nette Mensch. Ich glaube, der hat unsere Zweifelse gehört. Und auch, dass wir untereinander Hebräisch reden. Und dann hat er schon mit seinem Hebräisch dann gleich losgelegt. Ich arbeite in einer Jugendhilfeeinrichtung, da wohnen Deutsche, Muslime unter einem Dach und wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die gemeinsam essen. Die haben, es gibt ein Kochangebot bei uns und unsere Hauswirtschaftskraft kauft nur noch Halal-Fleisch, es gibt bei uns gar kein Schweinefleisch mehr, damit alle miteinander essen können. Und natürlich gibt es immer wieder Konflikte, weil der eine den Glauben von dem anderen aufzwingen möchte. Aber die Jugendlichen gehen, und ich finde, so leben sie es uns vor, die gehen in den Austausch. Die reden miteinander. Und da gibt es keinen Streit, da gibt es einen Austausch und dann finden sie wieder zueinander. Und das finde ich ganz, beeindruckend. אז אנחנו רואים, אנחנו ניכנס עכשיו לתוך הקניון הזה, אנחנו ניכנס לתוך הקניון. נהנה מהנופים. ואולי נראה גם נשרים. אז בואו, האל שמע למעיין ויוליכו לים. נכון, אנחנו עדיף. פעם! הים מבוע קט, מתכון נמלח, המים שלו נהיו מלוכים, הוא כבר לא משקה את הנודדים.
ורק דייג אחד קטן שמע את בכי המעיין שביקש להיות גדול. מוסר השכל, מה אנחנו לומדים מזה? שעדיף לנו להיות כמו שאנחנו קטנים. מקווה מאוד שהם מבינים את, מבינים את התרבות הישראלית הזאת של, של מוסר השכל. אני מקווה שאתם מבינים. Das waren wirklich tolle Erlebnisse. Am meisten Spaß hat mir tatsächlich der Kontakt mit der anderen Kultur gemacht. Ich fand am schönsten, die schönste Aktivität, die wir gemacht haben, war das Kochen in der Maktesch und den Sternenhimmel angucken. Der Tag, an dem wir mit dem Teleskop in die Sterne geblickt haben und anschließend halt nochmal zusammen gegessen haben und gegrillt haben und noch natürlich ein Lagerfeuer gemacht haben, wo wir uns persönliche Geschichten erzählt haben, wo jeder etwas erzählt hat und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, war ein tolles Erlebnis. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir all unsere Ziele mit diesem Projekt erfüllt haben. Die Jugendlichen sind toll zueinander gekommen und selbst die Eltern, die ja noch näher an der Geschichte dran sind, haben sich toll für dieses Projekt eingesetzt, also die israelischen Eltern. Unsere Jugendlichen haben ja fast keine Eltern, weil die ja in der Jugendhilfe wohnen. Die haben sich mit diesem Projekt identifiziert und haben toll mitgemacht. Und die Jugendlichen schwärmen noch heute, also meine Jugendlichen, die da mitgemacht haben, schwärmen noch heute von diesem Austausch mit Israel und von dieser Kultur und von diesem wunderschönen Land und von diesen Aktivitäten. Und sie schwärmen auch noch darüber, dass wir wirklich es geschafft haben, denen zu zeigen, es gibt gar keine Unterschiede. Es sind Menschen und die Menschen können miteinander reden und es gibt unterschiedliche Religionen, aber auch die kann man überwinden und miteinander leben.